Hallo. Also, diesmal reden wir über Christiania, das ist eine Freistadt in Kopenhagen. Den kennt ihr wahrscheinlich nicht, deswegen erzählen wir euch jetzt ein bisschen darüber was. Diese drei Punkte hier zum Beispiel, die obersten, das sind gelbe Punkte Da auf roten Grund und das ist das Zeichen von Christiania. Genau. Und das waren als Militärgelände und da Auf sind den. Hippies eingestürmt und haben es besetzt. Und haben gesagt, ja, wir gründen jetzt einen kommunistischen Staat. Genau, die haben auch keine, also eine Zeit lang zumindest, keine. Polizei, Feuerwehr, Krankenwagen, alles Genau, nicht haben reingelassen. sie alle verprügelt. Inzwischen haben sie einen Vertrag, dass sie Krankenwagen und Feuerwehr reinlassen. Genau, Polizei wird Polizei. immer noch mit Steinen beworfen. Die haben eine Zeit lang keine Steuern bezahlt und Wasserrechnung und so. Mittlerweile, ich glaube seit 2002, aber das weiß ich Bezahlen wirklich sie nicht. Wasser und Strom? Und halt, also Steuern Nee, ich noch glaube nicht, Nein, Steuern nicht. aber zumindest Wasser und Strom. Ja. Und da waren wir und fanden das echt super Alles da. nice. Nur leider, also was wir nicht so gut fanden, waren die Drogen, die da waren. Also es gibt nur Also weiche Drogen sind weiche Drogen, erlaubt, genau. genauso wie in Holland. Ja. Und ich meine, ja gut, jedem das seine, aber da waren wirklich Leute, die lagen schon fast halb tot von Drogen auf der Straße. Naja, so Oder, auch nicht, aber schon ja. ziemlich schlimm. Also die waren echt alle high. Und der eine, dann Oh unser ja. Lehrer, 65 ist er, ist auch so Genau. ein altes Gestell, sag ich jetzt mal. Zu voll zum Sterben. Ja, dann sagt der eine Typ, Peace for the world. Und der Also Lehrer Peace for sagt, the Peace for the Universe. universe. Ja, Und dann fängt der Typ an zu singen, I want want to to break break free. free. Also, da Das mussten war wir alle echt lachen. geil. Aber das ist Aber halt, auf wenn man bekifft dieser, ist. genau, und diese Straße da, das ist eine Straße, wo man Sachen verkaufen, also wo die Sachen verkaufen, um halt über das Jahr zu kommen. Die verkaufen allerdings auch nichts Schlimmes, also nichts sonderlich Schlimmes. Schlimmes ist natürlich Doch, Drogen trotzdem, aber verkaufen sie da auch. ja, Aber aber sie nur. verkaufen halt auch diese Ja, Armbänder, nur Mützen, zum Rauchen. ja. Also, wie heißt das Zeug? Koks, Haschisch, Hasch. Joint. Der Joint halt. Wir haben das Wort Joint. erraten. Genau. 100 Punkte für uns. Ja. Ja. Und wir haben halt auch, ich verkaufe echt viel. Tüte, T-Shirts, Pullover. Pfeffermützen. Ja, ich habe mir so eine Mütze gekauft. Genau. Wunderschön. Ich habe mir einen Hut gekauft und wir haben uns jeweils halt Armbänder gekauft. Fanden das sehr toll da und Es war aber auch ziemlich teuer, wenn man das umrechnet. 20 Euro. Ja, Wir haben so eine also. Hüte gekauft oder gekostet und die Dinge haben 20 Ähm, Kronen pro, gekostet. pro Das Ding sind. 20 Kronen, das sind ungefähr 3 Euro. Nein. Nein. 21 Kronen sind 3 Euro. 7 Euro. 7 Kronen sind 1 Euro. Ja. Ja, also sind 21 Kronen 3 Euro. Ja. Ja. Oh. Okay. Kann nicht mehr rechnen. Die haben ungefähr 3 Euro gekostet, also wirklich Ja. billig war es auch nicht, aber Aber es hat halt Sinn für uns. Wir wollen ja. nämlich, dass es bleibt und dass es nicht vom dänischen Staat abgeschafft wird, wie Wie das war nämlich Christiania? gewünscht ist, weil es schon wieder eine rechte Regierung ist. Scheiß Rechte. Warum geht der Mann hier? Naja, nichts dazu. Wir sind natürlich. Nein, wir müssen nicht Wir müssen halt nicht unparteiisch sein. unpolitisch sein, genau. Nein. Wir sind ja Na, keine Politiklehrer, zum Glück. egal. Naja. Ich meine auch, also Christiania, ich meine, solange das klein macht, das macht ja keine Probleme oder so. Es fördert sogar Kopenhagen, so mehr Tourismus und so. Die verdienen Und 26 Millionen im Jahr. Und es ist wirklich was Tolles, wenn man irgendwie, wenn man es schaffen sollte, in Christiania aufgenommen zu werden, irgendwie ein Jahr oder so da zu wohnen, ist ganz sicher eine wirklich so geniale Erfahrung. genau. Man lernt viel fürs Leben, weil man lernt da halt als Mensch, dass Gewalt dumm ist. Was die meisten ja heutzutage leider nicht mehr wissen. Hippies. Genau, und Gewalt ist verboten. Yeah. Okay, machen wir das. Aua. Ja, Gewalt ist was Schlechtes. Genau, Gewalt ist Kacke. Liebe überall auf der Welt, ne? Genau. Wir lieben euch alle. Nein. Ja, ein bisschen. Soll ich wieder mit Toastbrot Eine anfangen? Nein. Trauer kommt. Naja, auf jeden Fall, wir wollen halt Christiania da behalten. Viva Christiania! Ja, das war alles. Genau. Hoffentlich haben wir eure Allgemeinbildung gestärkt. Okay. Tschüss.